Leute, wir sind zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Im letzten Part haben wir einige Fallen von, sind wir einigen Fallen von Tsubaki ausgewichen und ja, sind im Kraterberg Hochland angekommen und jetzt wackelt hier ein Baum. Hoffen wir, dass hier ein Bomadam drin ist und gucken wir mal rein. Mal schauen, was hierbei rumkommt. Ich bin gespannt. Oh ja, nice. Tatsächlich kommt hier ein Bomadam rein. So, dann... Ich möchte nichts riskieren. Steinhagel ist das Einzige, was wir machen können. Okay. Nein, Nelly! Nelly lebt noch. Wir sollten sofort wechseln. Wir wechseln zu Lord Flieger. Ups. Los geht's. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. So, und... Wir setzen gar nichts davon ein. Wir werden einen Ball werfen. Sicher ist sicher. Superball. Und es bleibt drin. Easy. Sehr gut. Oh. Ja, Tasche ist voll. Natürlich. Wir werden aber, denke ich, erstmal unsere Pokémon heilen. Wir müssen tatsächlich mal 3 Hypertränke einsetzen. So, einen Supertrank müssen wir noch opfern. Und einen Trank. Perfekt. So, und wir können bestimmt dann einiges herstellen, um die Tasche wieder etwas voller zu machen. Ne, Moment. Machen wir erstmal Beleber. Dann machen wir noch 6 Hypertränke. Und noch 2 Tränke. Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder Platz. Können wir die mitnehmen? So, Vorsicht. So, dann reiten wir erstmal hier hoch, weil wir haben das Kraterberg Holland ja noch nicht krass erforscht. Oh, Alter. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Ich habe da so überhaupt keinen Nerv drauf gerade. So, wir klettern mit Sneeboss einfach hier hoch. Dann gehen wir an diesem Spasti vorbei. Richtig furchtbar, Alter. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Hier liegt noch ein Stück Holz. Mit Bomadam haben wir übrigens eine Quest erfüllt. Deswegen haben wir ja danach gesucht. So, perfekt. Oh, hier ist ein Elekid. Gerade am Werk. Denn versucht das Elekid zu fangen. Elekid ist ein Baby-Pokémon. Die erscheinen relativ selten, leider. Warum auch immer das so ist, ich kann es euch halt ernsthaft nicht erklären. Ich weiß es nicht. Aber die erscheinen relativ selten. Also krallt euch das, wenn ihr eine Chance dafür habt. Oh ja, natürlich siehst du mich. Sehr gut, jetzt hat er sich umgedreht. Oh ja. Gut, endlich. Jetzt können wir uns an ihn ranschleichen und hoffentlich fangen wir ihn auch. So, hoffentlich bleibst du drin. Ach, komm. Ich wollte gerade schon sagen, nerv mich nicht ab, Alter. Sehr gut. Nächster Fangversuch. Los geht's. Bleib drin. Nice. Chillig. So, jetzt versuchen wir noch Electek zu fangen. Weil wenn wir sowieso schon dabei sind, können wir das gleich auch mitnehmen. Ihr wisst Bescheid. Oh, eine Verzerrung des Raumzeitgefüges bahnt sich an. Diesmal sogar mitten im Part. Das ist cool.
Natürlich nicht. Hoffentlich kriegen wir das noch gefangen, bevor die Verzerrung kommt. Gut, jetzt heißt es kurz vorsichtig sein. Oh, Brudi, Alter. 5 Meter weiter, oder was? Boah, ist das fucking nervig. Hast du es jetzt bald, Mart? Dreh dich um, Alter. Nice, geht doch. So, und jetzt bleibst du drin, gefälligst. Yes. Erster Ball und gleich drin. So muss das sein. Warum nicht immer so? So, hier gibt es einiges zum Mitnehmen. Elevoltec werden wir nicht versuchen zu fangen. Das dauert mir zu lange. Ist fucking nervig. Muss nicht sein. So, in die Höhle kommen wir erst später rein. Wegen... Ihr wisst Bescheid. Wegen dem da. Oh, die Verzerrung ist gleich hier. Hm. Dann werden wir uns in dem Part wohl eine Verzerrung gönnen, würde ich sagen, ne? Oh, shit. Hier ist ein Mashok. Bleib bitte drin. Yes. So, wie viel Zeit haben wir noch, bis diese Verzerrung auftaucht? Die ist gleich da, ne? Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Weil wir müssen einmal zu einer Basis, weil wir keine Items mehr aufnehmen können. Leider. Wir müssen erst relativ viel ablegen. Nein, nicht die Superbälle. Hä? Was mache ich da? Bin ich dumm oder was? Sondern einmal das alles ablegen. So, jetzt haben wir das alles abgelegt. So, und jetzt müssen wir Hände machen. Danke, Professor Lavend. Du gehst mir auf den Sack, Brudi. So, jetzt aber schnell. Vielleicht schaffen wir es dann noch dahin. So, komm, kletter. Nein, das werden wir nicht mehr rechtzeitig schaffen, glaube ich. Schade. Ich hätte euch gern noch eine Raumzeit Dingens gezeigt. Wo ist denn das? Wo ist denn das Ding? In dieser Richtung, ne? Da ist ein Knacksel. So, wir sind doch noch drin. Sehr gut. Oh ja. Shit. Jetzt wird es ein bisschen schwer. Wir brauchen leider die Fossilien, weil die sind relativ selten. Die kriegen wir nur im Kraterberg Hochland. Soweit mir das bekannt ist. Oh, Kacke. So, wir nehmen aber erstmal alles mit, was wir hier kriegen können. Scheiße. Das Vieh darf mich nicht sehen. Weil ein Kampf in einem Raumzeitgefüge ist relativ gefährlich. So, aber jetzt müssen wir alleine sein.
Gut, sind wir nicht. Dann wird das jetzt scheiße. Wir müssen halt zuerst das Zwirklob loswerden. Sonst wird das nix. Nachthieb. So, perfekt. Was machen wir da? Jetzt muss ich aufpassen. Ich werde versuchen, das so zu fangen. Ich glaube, das ist das Sicherste, was wir jetzt machen können. Na, es bleibt nicht drin, das war klar. Das ist volles Leben. So, dann gleich nochmal. Bleib drin, komm. Yes. Sehr chillig. Damit haben wir eins der fossilen Mons. Wenn ihr in einer Raumzeitverzerrung kommt und ihr seht so ein Fossilmon hier im Kraterberg Hochland, fangt das bloß. Ihr braucht die Fossilien und die kriegt ihr nur in... Die kriegt ihr nur in einer Raumzeitverzerrung. Soweit mir das bekannt ist. Gut, der Rest ist unwichtig. Jetzt können wir noch... Ja, das hast du gut gemacht, Alter. Ich will nichts von Sneeboss, Alter. Da haben wir das nächste Fossilmon. Jetzt müssen wir trotz allem aufpassen. Jetzt. Gut, dann damit haben wir beide Fossilmons gefangen. Nice, das ging schnell. Sehr gut. Dass wir das tatsächlich noch geschafft haben, ist eine super Leistung. Das ist sehr geil. So, hier haben wir nochmal Sternstaub. Gut, sonst brauchen wir hier tatsächlich gerade nichts mehr. So, diese vier Sachen nehmen wir nochmal mit. Sonst noch irgendwas hier? Ja, da. Und hier. Ein Leuchtstein. Kann man auf jeden Fall machen. Da haben wir wieder ein Evoli. Das braucht halt leider auch kein Mensch, das Vieh. Weil Evoli kann man auch woanders farmen. So, Schilderos haben wir schon. Schade, bleibt nicht drin. Oh doch, bleibt drin. Nice, wir haben gerade Pion Draghi dazu bekommen. Cool. Easy. Nee, Zwirklop und so brauchen wir nicht. Die sind useless. Haben wir ja schon. Das ist klar. Das brauchen wir halt nicht. So, bitte geht mal weg. Genau, dieses Ambidiffel hätte ich gerne noch. Okay, das war's. Gut, damit hat sich das mit der Raumzeitverzerrung auch erledigt. Chillig. Bitte bleib drin, Mogelbaum. War ja klar. Sehr gut. So, damit haben wir schon mal ein neues Mogelbaum. Nasknet nehmen wir auch nochmal mit. So, und dann müssen wir hier eigentlich hochklettern. Los geht's. Vorsicht.
So war... Oh ja, es war so klar. Tschüss, Brudi. So, und jetzt gehen wir tatsächlich zur Story, damit wir endlich mal ein bisschen weiterkommen. Wird Zeit. So, los geht's. Willkommen in der Hoheitsstätte von Lectroball, dem Mondgrußkampffeld. Ich mag dir zwar einige Hindernisse in den Weg gelegt haben, doch ein Teil von mir wollte auch, dass du es bis hierher schaffst. Vielleicht sind es ja die eigenen Widersprüche, an denen der Mensch wächst. Ich, Tsubaki, wurde in den Diamantclan geboren. Daher sehe ich es als meine Pflicht an, dem ehrwürdigen Sinnoh Freude zu bereiten. Ich will meinen König beschützen. Wenn du glaubst, mich besiegen zu können, darfst du gern dein Glück versuchen. Auf meins, Guntang! Auf meins, Guntang! Dein Gestank soll sie das Fürchten lehren! Naja, dann mal los. Miku ist am Start. Wir können gegen niemanden was sehr Effektives machen. Dann vernichten wir zuerst die kleinen Kackviecher. Ja, natürlich krieg ich die Poison. Natürlich! Wie soll's denn auch anders sein, Alter? Miku wird jetzt eh sterben. Poison macht in diesem Spiel einfach viel zu viel Schaden. Das ist halt so. So, ernsthaft, Hypnose. Really, Brudi? Oh ja, gut gemacht, Klein Kami, Alter. Oh, verfehl den Donnerblitz, Alter. Poison. So, dann wechseln wir einmal zu Johnny raus, weil geht ja nicht anders. Oh ja. Diese scheiß Poison, ne? 40 KP einfach wieder weg. Es bringt gar nichts zu healen. Wir healen nämlich gar nichts. Nix healen wir. Was mache ich denn da? Oh. Falsche Taste gedrückt. Das war's dann für Johnny. So, und ich darf jetzt versuchen, zwei Pokémon wiederzubeleben, damit die Erfahrungspunkte bekommen. Ihr kennt das. Machen wir erstmal mit Miku. Da kommt wieder der nervige Gift-Hieb. Dann beleben wir Johnny einmal wieder. Wieder einfach jeden Angriff trifft und ich verfehle einen Donnerblitz, Alter. Dann halt nochmal. So, und jetzt Aquawelle. Dann ist er tot, Alter. Spasti. Das war's. Easy going. Nein, ich habe nicht verloren. Du hast lediglich gewonnen. Da gibt es einen Unterschied, hörst du? Ich hatte nicht genug Zeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich meine Pokémon stärker machen können. Diam sagt immer, dass Zeit ein wertvolles Gut ist. Ist es etwa das, was er damit meint? Der Diamantclan und das ehrwürdige Sinnoh sind ein endloser Quell der Weisheit. Lass mich raten, jetzt willst du die Lieblingsspeise des Königs wissen, um Ruhegaben herzustellen. Habe ich recht?
Allerdings kann ich dir da nicht weiterhelfen. Denn ich habe Elektroballs Lieblingsspeise vollkommen vergessen. Bist du jetzt etwa wütend? Das wird dir aber auch nicht weiterhelfen. Tsubaki scheint es dir ganz schön schwer zu machen, Trainer. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, was Elektroball gerne isst. Tut mir leid. Diam! Was ist? Ich habe dich genau gehört. Warum willst du jemanden wie Trainer bloß Elektroballs Lieblingsspeise verraten? Du bist der Anführer des Diamant-Clans. Die Galactic-Expedition kann dir doch egal sein. Tsubaki, du hast doch den König in Rage gesehen, oder? Er kann seine Kräfte nicht unterdrücken und leidet sichtlich darunter. Hattest du bei diesem Anblick gar kein Mitleid? Unfug, er wurde vom ehrwürdigen Sinnoh auserwählt und ist außer sich vor Freude. Jeder wird vor Prüfungen gestellt, die auch Leid mit sich bringt. Daran wachsen wir. Die Rage des Königs soll eine Prüfung des ehrwürdigen Sinnoh sein? Das sehe ich anders. Deswegen unterstütze ich Trainer. Es ist ohne Belang, ob sie dem Diamantclan oder der Galactic-Expedition angehört. Außerdem wollte ich ihr nicht nur verraten, was die Lieblingsspeise von Elektroball ist. Ich wollte ihr auch gleich ein paar Brocken Knirschmineral geben. Und jetzt hilft Trainer dabei, die Ruhegaben herzustellen, Tsubaki. Ja, ja, schon kapiert. Ich bin und bleibe schließlich ein Wächter. Ich werde die Ruhegaben herstellen. Hier hast du deine Ruhegaben. Es sind genug davon da. Du musst Elektroball nur damit treffen. Allerdings bezweifle ich stark, dass jemand wie du es tatsächlich besänftigen kann. Elektroball verfügt über eine ungeheure Stärke. Okay, nice. Das werden wir im nächsten Part angehen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, hier das Gebiet zu erforschen. Im nächsten Part werden wir uns dann um Elektroball widmen. Und da bin ich sehr gespannt. So, es gibt bestimmt noch ein, zwei Pokémon, die ich hier gerne mitnehmen würde. Ich muss sie nur finden. Oh, hier ist ein Voltoball. Oh, Palimpalim. Palimpalim haben wir tatsächlich noch nicht. Palimpalim können wir uns gönnen. Hat er mich jetzt gesehen? Nein! Muss gerade mal was gucken. Genau, wir sollten unsere Pokémon mal heilen. Damit die wieder für den nächsten Kampf topfit sind. Perfekt. Wo kann ich Klingplim fangen? Yes! Nice! Ich wusste es, dass wir Klingplim noch nicht haben. Und einen Rihorn haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Doch, Rihorn hatten wir schon. Okay. Da ist ein Rihornio, das ist aber leider ein Elite-Pokémon. So, hier haben wir noch Rizeros. Oh, Georock, Alter, verpiss dich, Bruder. Meine Güte. Manche der Pokémon gehen mir aber auch extremst auf den Sack, ey. An manchen Stellen ist das echt furchtbar. Hä? Was? Ich wusste es. Rizeros hatten wir auch noch nicht. Je mehr neue Pokémon fangen, desto besser.
Sehr schön. Palim Palim ist wieder da. Den müssen wir uns auch noch krallen. War's das? Oh oh. Gut, wir haben Palim Palim. Bitte bleib drin. Rihornio sieht schon echt nice aus, ne? Das ist das Modell ist chillig, da kann man nichts gegen sagen. Das ist echt cool. Sechs Super-Hyperbälle haben wir noch. Oh, Kacke. Den kriegt man ja nicht mal mit einem Hyperball. Das wird echt schwer, den zu fangen. Der bleibt ja nicht mal bei einem Hyperball drin. Das wird hart. Wow, wie der einfach nicht drinne bleibt, ne? Das ist so krass. Shit. Das war knapp. Okay, wo ist die Verzerrung? Die ist hier auch ganz in der Nähe. In genau dieser Richtung. So, dann reiten wir da doch nochmal geschwind hin. Das ist an derselben Stelle, wo sie vorhin war, ne? Joa. Chillig. Danke, ich wollte schon sagen, kletter einfach hoch. Sehr gut. So, wie lange haben wir noch für die Verzerrung? Ein bisschen. Leute, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier. Dann haben wir im nächsten Part nochmal eine Verzerrung vor uns. Und ja, puh, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!